Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich an diesem Karfreitagmorgen mit dem Lehrtext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 24 und 25. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Wir denken heute an das Leiden von Jesus, an seinen Tod am Kreuz. Und was Petrus hier eigentlich sagt, ist, Jesus ist dort nicht nur gestorben als Opfer eines Justizirrtums, er ist dort auch nicht nur gestorben in Solidarität mit den Leidenden dieser Welt, was richtig ist, sondern am Anfang von Vers 24 heißt es, er hat unsere Sünden hinaufgetragen an das Holz. Er hat unsere Schwachheit und unsere Krankheit getragen, wie es bei Jesaja auch heißt, was Petrus hier zitiert. Und er hat alles auf sich genommen, damit wir frei sein können. Er hat die Folge der Sünde getragen, den Zorn, das Gericht Gottes, damit wir frei sind, ohne Verdammnis. Er hat den Schmerz getragen, damit wir auch Heilung erfahren dürfen. Dieses Wort aus Jesaja 53 wird in Matthäus 8, Vers 17 auch zitiert, im Zusammenhang mit körperlicher Heilung. Er trug unsere Krankheit, er trug unsere Schmerzen. Und auch darauf dürfen wir vertrauen. Wir können zu ihm kommen und er macht uns frei von Sünde. Er heilt Krankheit. Das ist einen Zuspruch auch in dieser Krankheitszeit. Und er lehrt uns seine Wege und er schenkt uns ein Herz, was ihm folgen will. Wie das Losungswort aus Psalm 112, Vers 1 auch sagt. Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Er ist der Hirte, der Bischof unserer Seelen. Ihm folgen wir. Er schenkt uns Freude auch an seinen Geboten, dass wir in seinen Wegen unterwegs sind. Ihr Lieben, Gott segne euch an diesem Karfreitag. Und es ist Freitag, aber wir dürfen auch wissen, der Sonntag kommt.